Um mit dem lästigen, aber unvermeidlichen Blick auf die große Politik zu beginnen, der Staatstrojaner, das ist das Schadprogramm, das in hoheitlichem Auftrag auf Smartphone- und PC-Kommunikation zugreifen dürfen soll, bevor die verschlüsselt wird, also auf WhatsApp, sichere Mails und ähnliches. Dieser Staatstrojaner also, der soll jetzt auch im Auftrag des Verfassungsschutzes auf den Geräten von Verdächtigen installiert werden, nicht nur im Auftrag des Bundeskriminalamts. Das sieht ein Gesetzesentwurf des Bundesinnenministeriums vor, der dem ARD-Hauptstadtstudio vorliegt. Rekordknöllchen derweil hat die EU-Kommission mal wieder Google wegen wettbewerbswidrigen Verhaltens zu einem Milliardenbußgeld verknackt, 1,5 Milliarden Euro, ist noch nicht rechtskräftig. Diesmal wegen der Suchmaschinenwerbung von Google. Man verliert da ja leicht den Überblick, im letzten Jahr waren es 4,5 Milliarden wegen Android und 2017 2,5 Milliarden wegen der Produktsuche. Offline-Lexikon, große Politik, großes Geld, was kümmert das einen, wenn man bloß so rumsurft? Schon. Am Donnerstag nämlich war die deutsche Wikipedia offline. Die Autoren, also die Leute, die ihr Wissen, das, was sie im Kopf haben, anderen zugänglich machen, weil sie halt für ein freies, jedem zugängliches Wissen sind, die haben damit gegen Upload-Filter demonstriert, wie die geplante EU-Urheberrechtsreform sie praktisch vorsieht. Mit künstlicher Intelligenz begabte Upload-Filter würden automatisiert verhindern, dass jemand Informationen ins Web stellt, auf die jemand anderes Urheberrechte beansprucht. Die Wikipedia-Autoren fordern die Nutzer der Online-Enzyklopädie auf, bei ihren Europaabgeordneten dagegen zu protestieren. Krypto-Trojaner infiziert Alu-Konzern Ransomware, Erpresser Software, hat auch diese Woche mal wieder zugeschlagen, der Krypto-Trojaner LockerGoga. Derartiges digitales Ungeziefer verschlüsselt Dateien und verlangt für die Entschlüsselung Lösegeld, bezahlbar üblicherweise in der virtuellen Währung Bitcoin. Erwischt hat diesmal einen der größten Aluminiumhersteller der Welt, die norwegische Norsk Hydro. Etliche Rechner sind ausgefallen. Bei Norsk Hydro steuert man jetzt die Aluminiumkocherei von Hand. Das kann unser einem ja auch passieren, dass ein Krypto-Trojaner einem den Rechner verschlüsselt. Man kann sich davor schützen, indem man von allem, was einem wichtig ist, der Steuererklärung, den Mails und den Bildern von Kindern und Enkeln Backups anlegt. Fotorealistische Computerspiele, ja, die Welt, in der wir leben, sie ist schlecht. Und die virtuelle Welt wird der wirklichen immer ähnlicher, was aber auch ganz gut sein kann, bald wird's viele Computerspiele in fotorealistischer Qualität geben. Das ist auf der Entwicklerkonferenz des Grafikprozessorherstellers Nvidia klar geworden. Wir ahmen die physikalischen Eigenschaften des Lichts nach und können so erstmalig Raytracing in Echtzeit durchführen, sagte So Jensen Huag, der Konzernchef. Punkt. Um Computergrafik und die Raytracing-Technik geht es auch im Computer.